wurden ihm vor Kälte die Finger steif und er ließ den Sack fallen. Seither ist die Gegend mit großem natürlichem Reichtum gesegnet. Wir Russen glauben an solche Geschichten und vor allem daran, dass es an der Lena Schätze zu entdecken gibt. Früher war es vielleicht eher die Hoffnung auf Gold. Heute ist es das Ziel, dort noch unberührter Natur zu begegnen. Es ist ein russischer Lebenstraum, einmal entlang der Lebensader Sibiriens zu reisen, zur Quelle der Lena. Von Moskau nach Irkutsk geht es mit dem Flieger in 6 Stunden recht problemlos. Irkutsk ist das kulturelle Zentrum Sibiriens. Aber wir sind ja nicht gekommen, um dort Kirchen zu bestaunen. Wir wollen die endlosen Weiten der Taiga erobern. Von hier geht es noch mal 200 Kilometer weiter mit dem Jeep. Unser erstes Ziel, das Dorf Biryulka am Oberlauf der Lena. Dort soll unsere Reise richtig losgehen. Und jetzt sind wir endlich da. Wirkt ein bisschen trostlos, dieses Fleckchen Erde. Und das Wetter habe ich mir ehrlich gesagt auch anders vorgestellt. Jetzt im Spätsommer. Und das sind wir. Ich bin Richo, links der mit der gelben Mütze. Und der andere ist mein Freund Vassili. Er war es, der mich zu diesem Abenteuer überredet hat. In seinen Schwärmereien klang das alles bunt und farbenfroh. Vassili sieht unsere Reise als spirituelle Erfahrung. Eins werden mit sich selbst und mit der Natur. Quasi der Jakobsweg der Russen. Sowas in der Art. Naja, mal sehen. Die Bewohner hier behaupten, Biryulka sei der letzte Vorposten der Zivilisation. Hinter dem nächsten Hügel warte nichts als Wildnis. Da ist er, der Hügel. Und damit wir dahinter nicht verloren gehen, suchen wir jetzt einen erfahrenen Führer. Gennadi Wassiljewitsch ist uns empfohlen worden. Und da ist er. Er arbeitet als Wildhüter für den Naturpark hier. Angeblich. Sein Äußeres stimmt uns schon mal zuversichtlich. Gennadis Vorfahren gehörten dem Volk der Evenken an. Einem Nomadenstamm, der jahrhundertelang im Einklang mit der Natur gelebt haben soll. Vassili ist begeistert. Ich bin eher skeptisch. Aber dann lotst uns Gennadi zielsicher zum nächsten Supermarkt. Na, wenn das kein Beweis für seine Qualitäten ist. Sogar einen Bäcker gibt's hier. Zur großen Freude von Vassili. Spirituelle Reise, schön und gut. Aber aufs Essen wird er nie und nimmer verzichten. Es geht los. Wir nehmen Abschied von der bewohnten Welt. Über 300 Kilometer sind es von hier bis zur Quelle der Lena. Über 300 Kilometer flussaufwärts. Über Stromschnellen und Sandbänke, durch unbewohnte Wälder und gefährliche Sümpfe, vorbei an wilden Tieren. Und das in diesem Boot.
Gennadi und Vassili laden den Kahn so voll, dass wir bei der ersten Untiefe auf Grund laufen müssen. Aber das scheint, außer mich, niemanden zu beunruhigen. Mir kommen langsam Zweifel. Sind wir überhaupt in der Lage, dieses kühne Wagnis zu überleben? Und was ist, wenn Gennadi gar kein Wildhüter ist? Mein Freund Vassili hingegen ist bester Stimmung. In der Sprache der Evenken bedeutet Lena großer, mächtiger Strom. In Richtung Mündung erreicht der Fluss eine Breite von 30 Kilometern. In der Nähe der Quelle aber ist die Lena nur ein Rinnsal. Den letzten Teil der Reise werden wir daher zu Fuß pilgern müssen. Das wird dann so etwas wie der Jakobsweg in Sibirien. Vassili redet und redet. Würde er für einen Moment still sein, könnte er langsam anfangen, mit der Natur eins zu werden und deren vielfältige Stimmen hören. Wenigstens Gennadi hält die Klappe. Der scheint mit sich und der Natur im Reinen. Ganz der Wildhüter eben. Gegen Abend hat dann jeder Hunger und erstmal genug vom Fluss. Von wegen Ende der Zivilisation. Die Menschen von Biryulka haben maßlos übertrieben. Die Holzhütten sehen beinahe aus wie eine Eisenbahnersiedlung. Und dann gibt's sogar noch Leute, die hier permanent wohnen. Michailitsch zum Beispiel erinnert an Väterchen Frost persönlich und hat seine Enkeltochter zu Besuch. Wir suchen Wildnis und was finden wir? Datschen und Schrebergärtner. Heute Abend gibt's Soljanka, Gemüseeintopf. Meine Spezialität, brummt Michailitsch, mit Gurken. Sicher alles Bio hier. Ach ja, Chanchur heißt dieses Nest. Gennadi sagt, hinter Chanchur ist aber jetzt wirklich Schluss mit der Zivilisation. Denn dort beginnt der Baikal-Lena-Naturpark. Und da kommt man nur mit Sondergenehmigung rein und mit einem Wildhüter vom Park. Eigentlich ja ganz hübsch hier und wirklich sehr naturbelassen. Offenbar hat schon lange keiner mehr aufgeräumt. Aber kaum wird's mal ein bisschen spannend, macht sich Vassili Sorgen. Er hat Angst, dass wir stecken bleiben in dem ganzen Treibholz. Wir müssen raus und den Weg freiräumen, damit die Reise nicht schon am Anfang zu Ende ist. Vassili sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Nur gut, dass wenigstens ich in Japan Mikado gelernt habe. Geschafft. Wenn das so weitergeht, sind wir lange unterwegs. Da sieh mal einer an. Das erste Tier. Und da drüben sind noch mehr davon. Eine Fischotterfamilie. Langsam fühlt sich das hier wirklich nach Wildnis an. Nicht schlecht. Hey!
Hey, und was ist das? Ein Nerz, erklärt Gennady. Vassili ist entzückt, endlich ein paar tierischen Ureinwohnern zu begegnen. Ein amerikanischer Nerz, ergänzt Gennady. Der stammt nicht von hier, sonst würde er ja auch anders heißen. Die amerikanischen Nerze wurden nach dem Zweiten Weltkrieg in Sibirien angesiedelt, der Pelze wegen. Jetzt breiten sie sich immer mehr aus, vertreiben Fischotter und den einheimischen europäischen Nerz. Und, was das Schlimmste ist, sie fressen den ganzen Fluss leer. So gierig sind die. Fast leer. Denn da scheinen ja doch noch ein paar Fische zu sein. Auch an Land ist die Tierwelt offensichtlich noch ganz intakt. Nur der Elch müsste sich mal wieder schneuzen. Gennady ist still geworden. Auffällig still. Vielleicht vernimmt er ja gerade den Ruf der Wildnis. Die Lena führt in diesem Jahr besonders wenig Wasser. Könnte sein, dass wir früher an Land müssen als geplant. Wer sein Boot liebt, der schiebt, scherzt Gennady. Aber keiner lacht. Es geht nicht mehr weiter. Wir ziehen den Kahn an Land und richten uns in einer einsamen Jagdhütte ein. Überlegen, wie es weitergehen soll. Vassili hat erst mal anderes im Kopf. Essen. Wie immer. Gegrillter Fisch, wie daheim. Ich frage mich, ob wir nicht besser umkehren sollten. Zu spät, meint Gennady. Er hat schon den Pferdemann für uns gebucht. Den Pferdemann? Wie soll der uns denn hier finden? Der findet uns überall, sagt Gennady. Und tatsächlich, bald schon riecht es nach nassem Pferd. Keine Ahnung, wie Gennady das hinbekommen hat, dass der Pferdemann uns hier mitten in der Wildnis findet. Ist aber auch nicht so wichtig. Hauptsache, wir müssen unser Gepäck nicht selber schleppen. Vassili knipst noch schnell ein Erinnerungsfoto. So eine Seelenreise will ordentlich dokumentiert sein. Eigentlich sollte er ja besser sich selbst fotografieren, bevor er ins Dickicht geht. Schließlich will er als ein anderer Mensch wieder herauskommen. Wenn wir überhaupt wieder herauskommen. Das ist ja irgendwie kein Wanderweg hier. Wahrscheinlich sind wir die ersten Menschen, die sich durch dieses Gestrüpp kämpfen.
Aber seltsam. Je tiefer wir in die Wildnis vordringen, umso weniger Gedanken mache ich mir über den Rückweg. Die Sonne scheint, die Luft ist gut, die Waldbewohner grüßen freundlich. Im Grunde gar nicht schlecht, so ein Marsch durch die Taiga. Und solange Gennady Wegmarkierungen in die Bäume hackt, muss von uns keiner auf Hänsel und Gretel machen und Krumen ausstreuen. Die Tiere des Waldes gehen leer aus. Am Nachmittag lichtet sich der Wald, der Boden wird morastig, unsere Schritte schwer. Ehe wir uns versehen, stecken wir mitten im Sumpf. Nicht ungefährlich, gibt Gennady zu. Aber außen herum zu gehen, wäre ein riesiger Umweg. Mir ist mulmig. So ein Sumpf ist doch kein Ponyhof. Ich würde zu gern wissen, was Vassili gerade denkt. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist dasselbe, was ich mir denke, wenn das mal gut geht. Die Taiga, unendliche Weiten. Hier kann man sich auch verlieren, statt sich zu finden. Essen hält Leib und Seele zusammen, findet ausnahmsweise nicht nur Vassili. Außerdem hat man am Feuer Ruhe vor den Blutsaugern, die hier überall rumschwirren. Vassili war den ganzen Tag auffallend still. Na, schon bei dir angekommen, frage ich ihn. Weiß nicht, antwortet er. Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt auf dem richtigen Weg bin. Also stochern wir weiter im Nebel. Aber was soll ich sagen? Ich habe zunehmend Freude am Unterwegssein. Ist zwar ein Klischee, stimmt aber trotzdem. Der Weg ist das Ziel. Waren ein Nomadenvolk, das von Rentierzucht, Fischfang und Jagd gelebt hat, erzählt Gennady, als der Hund unseres Pferdemannes einen Zobel aufspürt. Seine Vorfahren aber hätten das Pelztier nie aus reiner Jagdlust erlegt. Die Evenken hatten großen Respekt vor allen Lebewesen. Es war verboten, ein Tier zu quälen oder sein Blut unnötig zu vergießen. Im Winter haben die Evenken vor allem Jagd auf Bären gemacht. Aber die waren nicht leicht aufzustöbern. Man muss ihre Spuren lesen können, so wie Gennady das gelernt hat. Und so sieht Bärendreck also wirklich aus. Für die Evenken war der Bär ein heiliger Ahne. Seinen Namen auszusprechen galt als Tabu, erzählt Gennady. Und noch heute sehen die Menschen in Sibirien ihn als Herrn der Taiga. Stumm marschieren wir weiter, jeder in seine eigenen Gedanken versunken. Ich male mir aus, wie es wohl wäre, einem Bären zu begegnen. Faszinierende Vorstellung. Ich glaube, uns könnte nichts Aufregenderes passieren.
Die Anzeichen verdichten sich. Der Bär muss in unserer Nähe sein. Wenn man sich ansieht, in welcher Höhe er seine Pranken in die Bäume schlägt, kann einem aber schon etwas Angst werden. Später Nachmittag. Höchste Zeit, dass wir uns ein sicheres Nachtquartier suchen. Zum Glück ist die Wildnis so wild auch wieder nicht. Alle 50 Kilometer stößt man hier auf eine Jagdhütte. Unsere ist sogar fürstlich ausgestattet. Betten, Geschirr, ein Ofen. Nur die Pilze haben wir selbst gesammelt. Gennady überredet mich zu einem Pfeifchen. Nicht wegen des Marlboro-Lagerfeuer-Feelings, sondern weil Rauch die Mücken vertreibt. Weiß sogar das Pferd und nimmt einen tiefen Lungenzug. Wir dringen immer tiefer in die Taiga vor. Doch statt Bärenspuren finden wir menschliche Hinterlassenschaften. Aus diesen langen Holzstangen haben die Ewenken früher ihre Hütten gebaut, erklärt Gennady. So wohnt also ein Volk, das im Einklang mit der Natur lebt. Wirkt auf uns ganz schön primitiv. Allmählich dürfte es Vassili dämmern, dass wir Zivilisationsmenschen für so ein Leben nicht geschaffen sind. Ich versuche, Vassili aufzumuntern. Wir nähern uns den Bergen. Die Quelle der Lena ist nicht mehr weit. Und auch wenn seine esoterische Naturbegeisterung gelitten hat, er muss doch einsehen, wie wunderschön diese Landschaft ist. Hier gibt es viele Elche. Und wo der Elch grast, ist oft der Bär nicht fern. Behauptet Gennady. Der will uns doch einen Bären aufbinden. Ich sehe weit und breit nur Elche. Je mehr Elche es werden, desto dringender wünsche ich mir, einem Bären zu begegnen. Immerhin, das nächste Fellbüschel. Der Bär scheint zu unserem Begleiter geworden zu sein. Gennady weiß, dass ein Braunbär ein Zusammentreffen mit Menschen vermeidet. Es könnten ja Jäger sein. Trotzdem wird ihn die Witterung des Menschen neugierig machen. Vielleicht lässt sich ja für den Bären das ein oder andere Häppchen Proviant ergattern. Wenn man ihn dabei dann überrascht, kann es brenzlig werden. Auf keinen Fall darf man dann wegrennen, hat Gennady uns eingeschärft. Vassili ist erschöpft. Er will Pause machen. Gennady weiß, dass wir gleich am Ziel sind. Er kann seine Ungeduld kaum verhehlen und drängt darauf, dass wir weiterziehen.
Wir nähern uns dem Quellgebiet der Lena. Der Weg wird steinig. Auf den rutschigen Felsen finden die Pferde nur schwer Halt. Wir müssen uns von ihnen trennen. Gennady und der Pferdemann diskutieren über die beste Route für den Rückweg. Erstaunlich, was für Karten es von der Wildnis gibt. Ab jetzt müssen wir unser Gepäck selbst auf dem Rücken tragen. Aber zum Glück ist es nicht mehr weit. Nur noch ein Tagesmarsch steht uns bevor. Dann werden wir die Quelle erreicht haben. Oberhalb der Baumgrenze, bei etwa 1500 Meter über Meereshöhe, ist die Lena nur ein mickriges Bächlein. Aber jeder Fluss fängt mal klein an. Endlich sind wir da. Dieser malerische Gebirgssee ist also der Ursprung der mächtigen Lena. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber es ist wirklich ein erhabenes Gefühl, hier zu stehen. Vassili ist irritiert. Er hat sich die Quelle etwas anders vorgestellt. Da sprudelt ja gar nichts. Übrigens, auf der anderen Seite des Hügels liegt der gewaltige Baikalsee. Aber den sparen wir uns für Vassilis nächste Sinnkrise auf. Von der Quelle bis zur Mündung fließt die Lena 4400 Kilometer durch Sibirien. Wir entscheiden uns, den Winter über hier zu bleiben, im Quellgebiet der Lena. Vassili hat zwar ein wenig von seiner anfänglichen Begeisterung verloren, aber die ganze Strecke gleich wieder zurückzuwandern, das kann er sich gerade überhaupt nicht vorstellen. Und ich will endlich dem sibirischen Bären begegnen. Auch hier gibt es natürlich eine Jagdhütte, in der wir uns gemütlich einrichten. Gennady macht sich auf den Rückweg. In ein paar Monaten wird er uns wieder abholen, verspricht er, hoch und heilig. Ein komisches Gefühl. Ab sofort ganz alleine in der Wildnis. Wir, zwei Naturliebhaber, die erst seit ein paar Wochen in der Taiga unterwegs sind. Doch von Gennady haben wir eine Menge gelernt. Wir können Fisch fangen, Pilze finden und Grünzeug einkochen. Außerdem ist Vassili ein begnadeter Hausmann. Wenn's ums Brotbacken geht, macht ihm keiner was vor. Nicht mal mitten in der Taiga. Ich notiere noch die Tipps, die mir Gennady für die Bärenjagd gegeben hat, und bereite mich auf die Begegnung mit dem Herrscher der Wildnis vor. Auch wenn sich vorerst nur harmloses Kleingetier zeigt, ich spüre es, er wird kommen, der Braunbär. Jeden Morgen verlassen wir unsere Hütte und streifen durch den Wald. Manche der gewaltigen sibirischen Zirbelkiefern hier sind über 600 Jahre alt. Vassili hat gelesen, dass die Bäume nach dem Urglauben Gefühlswesen sind, mit dem Menschen verwandt. Und Verwandte sollte man ab und zu in den Arm nehmen. Ich tue ihm den Gefallen und mach mit. Mein Freund hört aber nicht mehr auf, von der Zirbe zu reden. Für die Ureinwohner Sibiriens sei sie die Königin der Taiga, verehrt wegen ihrer magischen Energie und ihrer heilsamen Nüsse. Inzwischen werden die Zirbelnüsse für teures Geld in Reformhäusern verkauft, weil sie gegen Herzinfarkt und Bluthochdruck helfen. Na dann, knabbern wir halt ein paar. Kann ja nicht schaden, sich zu wappnen, damit uns nicht vor Schreck der Schlag trifft, wenn wirklich ein Bär aufkreuzen sollte.
Wir sind offenbar nicht die Einzigen, die sich die Zirbelnüsse schmecken lassen. Auch ein paar Tannenhäher scheinen ganz wild darauf zu sein. Manche horten die Zirbelnüsse und vergraben sie in der Erde. Die Nussknacker, wie sie hier heißen, legen sich regelrechte Vorratskammern an. Ziemlich praktisch. Dann müssen wir die Nüsse nicht mühsam aus den Zapfen pulen, findet Vassili und fängt an, die Vorräte der armen Tiere wieder auszubuddeln. Nach dem Gesetz der Wildnis fällt das vermutlich nicht unter schweren Mundraub. Nur die Kerne, die schon auskeimen, kann man nicht mehr essen, auch wenn Vassili das nicht wahrhaben will. Die Burunduk, die sibirischen Streifenhörnchen, machen es übrigens ganz genauso und plündern die Verstecke der Tannenhäher. Wenn ich es mir recht überlege, Vassili ist hier goldrichtig. Jeder scheint immer nur ans Futtern zu denken. Aber das sage ich ihm lieber nicht, sonst ist er eingeschnappt. Ich bin ja froh, dass er doch noch seine Erfüllung gefunden hat. Er wird tatsächlich eins mit der Natur. Er verleibt sie sich ein, wie so ein emsiges kleines Streifenhörnchen. Im Gegensatz zu Vassili sind die Burunduks allerdings federleicht und müssen nicht warten, bis die Zirbelzapfen vom Baum fallen. Die klettern einfach auf und bedienen sich. Und dann machen sie es wie die Vögel und vergraben sie unter Baumwurzeln. Ich habe noch mal in meine Notizen geblättert. Gennady hat gesagt, wenn wir einen Bären finden wollen, sollen wir uns an die Streifenhörnchen halten. Die Bären vergreifen sich gerne an ihren Vorratskammern. Die Ewenken erzählen sich eine Geschichte, die erklärt, wie die Burunduks zu ihren Streifen gekommen sind. Vor langer Zeit stritten sich ein Streifenhörnchen und ein Bär, wer flinker und wendiger sei. Die Auseinandersetzung wurde immer hitziger, bis der Bär dem Burunduk einen Hieb mit seiner Pranke versetzte. Das beleidigte Hörnchen machte sich mit Kratzspuren auf dem Rücken auf und davon. Seitdem verfolgt es der Bär, um sich zu entschuldigen. Hier wimmelt es nur so von diesen kleinen Nagern. Eigentlich müsste jeden Moment ein Bär aufkreuzen. Aber Fehlanzeige, jetzt finden wir nicht mal mehr Bärendreck, nur dumme Nüsse. So kann das nicht weitergehen. Wir beschließen, dem Glück nachzuhelfen. Wir stellen eine Bärenfalle. Dazu braucht man frische Zapfen, nicht zu knapp. Außerdem gammeliges Dosenfleisch. Fischreste in Lackerlimonade, das stinkt kilometerweit, für den Bären aber der feinste Duft.
Damit die Bärengeschichte zu Hause auch jeder glaubt, gilt es, diesen besonderen Augenblick festzuhalten. Die Kamera mit dem schweren Teleobjektiv auf den Hochsitz zu hieven, ist gar nicht so einfach. Irgendwie fühlt man sich sicher hier in luftiger Höhe. Ob Bären auch klettern können? Und dann heißt's warten. Warten. Es wird Spätherbst. Und langsam kommt der Winter. Doch weit und breit kein Bär. Vassili hat inzwischen die Schnauze voll von der Wildnis. Die Vorräte gehen nämlich langsam zur Neige. Aber alleine kommen wir nicht weg von hier. Deshalb würde er am liebsten den ganzen Tag in der warmen Hütte verbringen, bis Gennady wiederkommt, um uns abzuholen. Erst als es wieder aufgehört hat zu schneien, kann ich Vassili überreden, noch einmal loszuziehen. Jedes Knacken im Unterholz, jedes Rascheln im Gebüsch, jedes Knirschen im Schnee lässt uns aufhorchen. Tiere gibt es hier tatsächlich jede Menge. Nur der gottverdammte Bär lässt sich nicht blicken. Langsam wird er für mich zur fixen Idee. Aber wir haben schon jetzt einen so weiten Weg zurückgelegt. Ich kann und will jetzt nicht mehr einfach so umkehren. Jetzt, wo auch unsere Zirbelnussvorräte aufgebraucht sind, macht sich Vassili über unsere letzten Konserven her. Reden tut er fast überhaupt nicht mehr. Ihm scheint mittlerweile alles egal zu sein. Oder heckt er was aus? Manche sind in der Wildnis ja schon verrückt geworden. Es hat schon wieder zu schneien begonnen. Vassili schlägt die Zeit tot und schaufelt Schnee, um den Weg frei zu halten. Eine Sisyphos-Arbeit hier in der Taiga. Aber unser Glück, Vassili hat beim Schaufeln ein tiefes Brummen gehört. Er glaubt, es könnte ein Bär gewesen sein. Er wirkt wie ausgewechselt und marschiert vorneweg ins Dickicht. Und tatsächlich. Solche Riesenspuren hinterlässt nicht mal ein Elch in Moonboots. Die Spuren sind noch frisch. Der Bär muss also ganz in der Nähe sein. Dann sehen wir ihn, den Herrscher der Wildnis, dessen Namen die Iwenken vor lauter Ehrfurcht nicht in den Mund zu nehmen wagten. Jetzt, wo wir ihm gegenüberstehen, kann ich das nachvollziehen. Gut, dass er bereits etwas zu fressen hat.
Hat er jetzt Witterung von uns aufgenommen? Ich stehe noch minutenlang da und starre dem Bären hinterher. Die Zeit scheint zu stehen. Was für ein Augenblick. Nur ein paar Sekunden. Aber ich werde diese Begegnung mein Leben lang nicht vergessen. Die Reise hat sich gelohnt. Aug in Aug mit dem König der Taiga. Als hätte er es geahnt, steht am nächsten Morgen Gennady vor der Tür, um uns abzuholen. Ich lasse die anderen packen. In meinem Kopf ist immer noch der Bär los. Wassili geht etwas anderes im Kopf rum. Endlich verrät er mir, über was er in den langen Nächten in der Blockhütte nachgedacht hat. Flussaufwärts zur Quelle der Lena zu stiefeln, das war eine Schnapsidee, sagt er. Im kommenden Jahr will er sich einfach treiben lassen. Flussabwärts. Dorthin, wo die Lena ins arktische Meer mündet. Na, dann weiß ich wenigstens schon, wo ich meinen nächsten Urlaub verbringen werde. Mario, was noch nicht ist, kann ja noch werden. Also, das mit den Enkelchen. Zuvor aber begleiten wir Wassili und dich morgen wieder auf eurem Trip zur Quelle der Lena. Und gleich folgt hier zu gewohnter Stunde das Arte-Journal. Der Kinoabend bei Arte beginnt heute um 20.15 Uhr mit einem, der aus dem Regen kam. Und zwar ohne gute Absichten. Und um 22.10 Uhr geht es an Al Pacinos Seite, schaurig und beklemmt.